So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars The Old Republic mit dem Endking. Da läuft irgend so ein Typ hier rum und wir sind hier immer noch beim Twi'lek-Dorf. Mal kurz zeigen dürfte, so hier. Machen uns auf hier zum Fleischräuber-Territorium, müssen wir irgendwelche Quests erledigen und morchel ich einfach mal das Viech hier, weil mich das irgendwie nervt. Sieht irgendwie scheiße aus. Flügelschlundschwärme, oh, jetzt gerade etwas geleckt. Ja, in der letzten Folge haben wir die Twi'leks besucht und die haben ja 1000 Probleme und bei denen müssen wir denen helfen, weil die es ja nicht alleine schaffen. Was sind hier so viele Leute unterwegs? Was soll denn der Shit? Ich dachte, die könnte ich mal ganz gemütlich die Typen hier morcheln und ein paar Erfahrungspunkte sammeln und dann... alle weg hier. So, wo laufe ich denn jetzt her? Na, hier hin? Ja, unsere Quests locken uns eh hier, ja. Also mache ich das mal. Und zap. Also irgendwie leckt es gerade, oder? Kann das sein? Egal. Eben Schutz aktivieren hier und dann geht's ab die Manga-Katze morcheln. Ach ja, klar. Da kommen wir direkt noch zwei hier. Na? Fleischräuber Berger. Wieso schreibt ihr nicht mal nette Comments runter unter das Video? Weil beim letzten Video bis heute noch kein einziger Comment runter, obwohl schon 100, knapp 200 Aufrufe da sind. Fand ich ja etwas strange und der denn hier aus? Mongo. ja. Und vielleicht mal einen Daumen hoch oder so. Das wäre, fände ich echt nett. Würde mich auch mal motivieren und nicht die ganze Zeit. Ah, hier ist das Elixier. Tja. Nicht so nerv. Also. Würde mich motivieren, da nenne ich es mal so. Bam bam bam. Das Ziel ist tot. Oh Mensch, ich würde aber doch gerne wissen, ob es hier wirklich im Spiel Vibro-Klingen geben würde. Das wäre nämlich so geil. Weil hier gibt es ja diese Teile. Die Vibro-Klinge habe ich ja gerade aufgesammelt. Wieso bewegt er sich gar nicht? Okay, jetzt. Doch, war anscheinend gerade ein kleiner Fehler oder so. Ich dachte schon, die wehren sich gar nicht. Zerstört! Ach so, gibt es hier mehrere Teile davon. Okay. Das finde ich ja doch interessant. Auf der Karte gucken. Der Karte gucken. Ich spiele heute irgendwie nicht. Hier, da. Da, da. Ich stecke der Fleischräuber. Okay, das ist auch irgendwie. Jetzt kommen wir gleich anscheinend irgendwie zu einer Höhle und. Oh, was ist das denn hier? Datenpad. Ja, was steht da drin? Hey, krieg ich keine Meldung? Verarsch mich doch nicht. Ich kann mich nicht bewegen und es passiert auch nichts. Was soll denn der Scheiß? Hallo, hallo, hallo. Ne, irgendwie will es hier nicht. Ich kann doch nicht angreifen. Das Teil will ich verarschen hier. So, probier ich es jetzt nochmal. Datenpad untersuchen. So, was gibt's jetzt? Ah, eine Zwischendequetz. Oh, Matriarchin, vergib mir. Die Fleischräuber sind hier. Ich kann sie nicht abwehren. Die Patrouille ist zu weit weg. Ich kann nicht. Lebe wohl, mein Sohn. Matriarchin, lebt wohl. Oh, das war der Vater. Von dem einen. Vater. ja, machen wir uns aber erstmal die Quest hier zu Ende. Besiege die Fleischräuber. Hier sind noch irgendwelche Fleischräuber. Da noch einer. Und dann müssen wir gleich nochmal die... ordentlich die Höhle hier erkunden. Das, wieso bin ich jetzt gelähmt? Arsch. Friss meine Übungsklinge hier, du. Bam. Und bam. Na komm. Kann doch nicht so schwer sein. So. Alles klar. Was hat er denn dazu sagen? Gar nichts. Ah, da sind die Höhlen, oder? Ja, okay, dann müssen wir mal hin. Dann auf. Oh nein, ich wollte drei machen. So. Oh, wieso war der denn schon geschwächt, oder? Hm, sehr strange. Oh, mit meinem Schutz hier kann ja nichts passieren. Und friss den hier. Ach, ich sollte mal das Stimpack hier aktivieren. Das hatte ich ja hier letztens bekommen. Gravierte Urne, nein. Ja, genau das hier. Zap, ordentlich ins Bein gejagt. Die Droge. Oh, geil. Oh, hier ist noch so ein scheiß Elixier. Cool. Was hat diese Katze hier?
Weißes Fell. Hui, 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 hui. Ich würde vorher gerne nochmal alle Elixiere hier fertig machen, weil da könnten wir uns direkt nachher hier wegteleportieren. Verschwende auch nicht so viel Zeit. Na komm, verrecke doch endlich. Du Mistvieh, komm. Leck mich doch. Und bam. Oh, nicht viele Credits. Oben braucht der Net des Nervtreibers. Ne, es macht weniger, okay. Dann ist es uninteressant. Und bam. Und weg mit dir. Ach, ihr wollt auch noch Stress haben? Ja, klar. Ganz genau gesehen hier. Was lungert ihr eigentlich hier so rum? Also, sollt ihr nicht irgendwie... Ne, ich dachte, mir fehlt gerade ein cooler Spruch an, aber irgendwie dann doch nicht. Egal, wir müssen jetzt noch zwei von den Elixierteilen da fertig machen. Irgendeiner schreit da rum, okay. Der Opa. Wir boxen uns erstmal, das Elixier kaputt. Bam. Und noch eins. Geil. Ah, das da oben ist für Jedi Botschafter. Gibt ja anscheinend immer irgendwie zwei Höhlen. Für jeweils Jedi Botschafter und... besiege die Fleischräuber. Immer noch einer? Hm. Ach, die Berger, da steht hier. Besiege die Fleischräuber. Ah. Sind hier aber... ist hier aber keiner mehr. Hm. Ach, wir gehen einfach hier in die Höhle rein und dann ist gut. Ja, ja. Ich denke mal, dass es jetzt die Höhle ist, die für uns bestimmt ist. Sonst ist keine Ahnung. Ja, es muss hier sein. Hallo, irgendwer da? Keiner da? Da unten lungert irgendwer rum. Und wir haben die Quest abgeschlossen, geil. Lass den Scheiß doch mal. Verdammte Scheiße. Nerv nicht und zisch ab. Er will auch Stress haben. Ist der andere. Ich dachte schon, der andere wäre tot. Naja. Nein, nicht betäubt sein, nein. Lass dir doch nicht einen auf den Schädel geben. Verdammte Scheiße. Ihr Lumpen. Oh, fuck, ich hab schon total wenig Leben hier. Ich glaube, ich sollte mich erstmal hier regenerieren. Kann ich irgendwie mit der Meditation hier? Ja. Ermöglicht dir innezuhalten, um Gesundheit wiederherzustellen. Alles klar. Cool. Jetzt sind wir wieder völlig geheilt. Finde ich eigentlich recht praktisch sowas. Boah! Ich hab gar nicht gesehen. Ach du Scheiße, Junge. Erschreck mich doch nicht so. Du fieser Bub, du. Das war aber nicht sehr nett. Nein, das ist wirklich nicht sehr nett. Oh Gott. Lass den Quark doch mal. Los. Und geil, wir sind Stufe 5. Yeah. Und sag ich mal zu unserem Trainer hin, wieder zurück hingehen. Und wham. Und den hier. Nein, ich nicht looten. Verdammt, ich loote ihm aus Versehen. Das ist richtig scheiße. Bam. Und jetzt war er tot. Ja. Ah, dort noch anscheinend noch 5 Level, bis wir unser Laserschild bekommen. Ich habe nämlich gehört, dass man erst ab 10 das kriegt. Oder sich auf jeden Fall da für die Klassen entscheidet. Oh, ist ja doch sehr weitläufig hier die Höhle. Cool. Dann. Nein. Ach, verdammt, ich drücke mal 4 aus Versehen. Scheiße. Kriegen wir, ist das eigentlich viel Erfahrungspunkte für einen, den wir meucheln, oder ist das gar nichts? Ist ja kaum was. Hier sieht man wieder, dass man wirklich nur durch Quests aufsteigen kann und nicht das reine Monster meucheln. Aber wir müssen ja, wollen ja auch Quests machen, wegen der Geschichte, ne? Ja, so geil ist. Looten eben zwischendurch, verdammt nochmal. Das war jetzt einfach nur Geilheit auf das, was er dabei sich hatte. Man weiß ja nie, ob da vielleicht doch eine geile Waffe dabei ist. Ja, ja, so ist das nun mal. Ach komm. Fleischräuber-Schamane. Also, noch mehr Parallelen zu WoW geht nicht, oder? Geht gar nicht mehr. Da vorne. Lungert ja auch noch einer rum.
Ah ne, die spawnen ja schon wieder so schnell. Wie geht das denn? Hä? Hä? Hier wenigstens noch ein Gegner. Nee. Ja, dann gehen wir auch weiter. Geht doch da weiter, oder? Ja, klar. Besiege die Fleischräuber. Einfache Methoden. Heißt die Quest. Ist das so eine Bonus-Quest? Ja, hier, es steht auch mal Bonus-Quest dran. Ah, und hier fängt die Phase an. Nur ein Jedi-Ritter ist in dieser Phase erlaubt. Story-Bereich. Hi. Alles klar? Nein, ich will dir... Verdammt, ist nicht mal nicht noch Macht oder was auch immer das hier ist. Ne, Fokus. Stirb und du auch. Alles klar. Ach, wir haben eben so einen Shit bekommen hier. Branhaut, ne, das bringt nichts. Das ist hier vielleicht plus 4 Rüstung, aber weniger Stärke. Ne, das ist scheiße. Sonst irgendwelche Sachen, die uns vielleicht irgendwas bringen könnten. Ne, gar nichts. Ist ja scheiße. Bam. Und bam. Und danke. Ciao. Nee, ist keiner mehr. Okay, gut. Dann hier unten müsste dann direkt die Questerfüllung sein. Ach ne, das ist ja hier nur diese Bonus-Quest. Da oben ist es. Ganz da hinten. Und press den hier. Und press den hier. Techkundiger hießen die, oder wie? Techkundiger, doch. Hm, komischer Name. Da unten ist eine Manka-Katze. Die wird erstmal ordentlich gemeuchelt. Seht ihr, wie geil es ist, einfach runter zu springen, ohne Schaden zu kriegen? Das finde ich geil an dieser Technik hier mit dem Machtsprung hier. Einfach echt geil. Und ciao. Und ciao. Na komm. Und du auch. Tschüssi. Sind ja echt low hier. Naja, naja. Da ist ja auch noch einer. Guck mich nicht so doof an, hallo? Was willst du, Junge? Gut, der Mongo oder was, hä? Fleischräuber Kriegsmeister. Er hat sehr viel drauf. Er ist. Ich bin ihm total unterlegen. Ich muss echt sagen, ich habe schon eh verloren. Oh, Schlüssel. Doppelbesohlte Schuhe. Die bringen mir überhaupt nichts. Auch lustig. Okay, dann öffnen wir mal hier das Tor und dann. Alles klar, was geht hier ab? Ach, Technologieversteck. Was ist das denn für ein Droide? Ich werde erstmal das Technologieversteck hier. Oben machen. Kann ja entweder hier diese Schaltkreise zum überladen, kann ich ja zum Explodieren bringen und so. Ja, ja. Dieses Versteck birgt Waffen und Technologie, die Fleischräuber nutzen, um die Twi'lek zu jagen. Sie für die Dorfbewohner mitnehmen, sie sabotieren, um die Feinde zu töten, davon abwenden. Sie für die Dorfbewohner mitnehmen. Wenn sie all das hier haben, werden die Twi'lek sich selbst verteidigen können. Oh yeah. Froh Jedi zu sehen. Gefangen von Fleischräubern Plus muss gerettet werden. Gefangen? Nochmal von vorn und etwas langsamer, bitte. Jedi-Aufklärungsdroide. Missionsparameter, Wildnis erkunden plus Gefahren identifizieren. Sicherheitsbolzen fehlerhaft, gestört, T7 Sensoren, unfähig Hinterhalt der Fleischräuber zu erkennen. Nutzlose Blechbüchse. Warte, das sage ich einfach mal. Nein, Quatsch. Ich bin froh, dass du heil bist. Wie gut, dass die Fleischräuber keine Droiden essen. Deaktivierung simuliert, Überwachungskamera aktiviert, Verbündete von Fleischräubern. Zeig deinen Soldaten, wie man diese Waffen einsetzt. Sie sollen an den Twi'lek-Eindringlingen üben. Wann werden wir gegen die Jedi kämpfen? Geduld, Kalef. Die Jedi werden fallen, wenn unsere Armee ihre volle Stärke erreicht hat. Nützlich, bringt T7 Sicherheit, entfernt Sicherheitsbolzen. Der Sicherungsbolzen bleibt. Natürlich entferne ich ihn. Ich habe den Sinn von Sicherungsbolzen ohnehin nie verstanden. Scan-Reichweite von T7 vergrößert. Oh Mensch, ich kann nicht so schnell lesen, hallo? Jetzt haben wir diesen Gay-Roboter hier. Boah, sieht der denn aus, Herr Droide? Ich will R2-D2, hallo? Ja, und hier können wir anscheinend hier die Fertigkeiten bestimmen. Ja, irgendwie konnte man einstellen, was er so alles macht. Gast. Er heißt einfach nur Gast. Nein, jetzt habe ich das Fenster weggemacht. Wieso ist das jetzt weg? Ach, das ist hier oben. Ah, okay. Kann ich das auch wieder wegmachen? Hm.
Ah, so, okay. Dann schauen wir mal, was er so alles drauf hat. Passiv. Angreifen. Wachvorgang. Startet den Wachvorgang oder erzeugt die Bedrohung um 100% und die Schildchance um 20%. Bei Angriff befehlt deinem Gefährten dein Ziel anzugreifen. Hm, na gut. Müssen wir sonst noch irgendwas machen hier außerhalb der Höhle? Ne, wir können uns direkt wegteleportieren. Alles klar. Dann auf zu den Kalikori. Na komm. Ich hoffe nicht, dass der Druide jetzt da stehen bleibt. Das wäre natürlich etwas doof. Ah ja. Okay, alles klar. Müssen wir mal mit den Leuten hier reden. Da. Tazante Gon. Tazante. So, das ist ja der Typ, der nach seinem Vater gefragt hat, glaube ich. Jedi, ihr seid zurück. Was ist da draußen passiert? Wo ist mein Vater? In meinen Taschen. Ich habe alles gegeben, aber es hat nicht gereicht. Was? Nein! Diese Ungeheuer. Sagt mir, dass sie für ihre Taten gelitten haben. Es ging nicht um Rache. Obwohl, ich würde wirklich alles, ob ich ihn wirklich beruhigen würde, mit sind alle tot, aber es gibt ja böse Punkte, naja. Ich ging fort, um jemanden zu retten, nicht um eure Blutgier zu stillen. Dann habt ihr diese Ungeheuer also leben lassen? Ich sollte euch dankbar sein, dass ihr die Wahrheit entdeckt habt. Doch ihr schändet das Andenken an meinen Vater. Ich bedauere, dass ich nicht mehr tun konnte. Nein, Rache ist falsch. Die Jedi kämpfen für den Frieden, nicht um zu morden. So wie ich das sehe, kämpfen die Jedi für gar nichts. Lasst mich mit meiner Trauer allein. Wir werden nie wieder miteinander reden. Ich hab so echt ein kleiner Homo, ey. Ich hab dir geholfen, dann gibt's doch nicht mal Reward, oder doch auch so. Einfacher Kühnheitsstim. Entschlossenheitsstim. Die haben das jetzt sogar abgekürzt. Ist nicht mehr Stim. Sie ist auch Stimpack, nee. Stimpack? Ist das Stimpack? Ach du Scheiße, ich weiß gar nicht mehr. Annehmen, möchte ich gerne. Ich würde es gerne annehmen, ja klar. Ach, wähle eine Belohnung. Entschlossenheit, nee, Stärke nehme ich. Nein, wieso? Ach so, jetzt kann ich es annehmen. Okay. Was? Ich muss Platz schaffen? Uah. Dann weg mit dieser scheiß Zunge hier. Ja. Diese verdammte, ne, die Übung klinge nicht. Das kann ich noch so wegschmeißen. Das weiße Fell hier. Wir sind fertig, Jedi. Wie nehme ich jetzt diese... mehr mit euch reden. Ja, bleibt mal geschmeidig. Wie nehme ich jetzt diese... Dingens an, diese, verdammt, diese, das Reward hier, das Sachen, die ich bekommen sollte. Mann, verdammt. Sag mir jetzt nicht bloß nicht, dass ich jetzt nicht annehmen kann. Boah, was ist denn das für ein Scheiß? Ach, da oben. Ah, okay, gut. Ich dachte schon. Alles klar, so. Puh, ich hatte gerade schon echt Schiss, dass ich hier die Quest nicht abgeben konnte. Die Sachen nicht mehr bekomme. Mensch, wieso haben wir so einen scheiß Druiden, ey? Das ist ja voll lame. Ich will ordentlichen Begleiter. Ja. T701, naja. Naja, naja. Ihr seht gut aus, Jedi. Ich hoffe, die Fleischräuber haben euch nicht verletzt. Habt ihr das widerwärtige Elixier vernichtet? Euer Wachhauptmann wollte es haben. Odumis wollte mich bestechen, damit ich ihm das Elixier bringe, doch ich habe es vernichtet. Ja. Ich nehme an, Odumis wollte das Elixier für sich. Sagt mir nichts. Ich kann es mir denken. Seine Begegnung mit den Fleischräubern hat ihn verwirrt. Ich werde mich um ihn kümmern. Ihr habt meinen Dank. Ah, gut. Dann ist ja alles cool, okay. Aber wieder nicht genug Platz hier, also eine Scheiße. Ich glaube, ich muss auch ordentlich was verkaufen. So. Alles klar. Gibt's hier denn irgendeinen Scheißhändler? Warte, ich kann doch hier, glaube ich, mit der Map gucken. Händler. Hier ist halt ein Händler. Cool. Allgemeine Werkstation. Gegenstände aller Art aufzurüsten. Hui, was ist das denn? Ne, ich kann keinen aufrüsten. Das ist ja doof. Seht euch die Ware an. Womit kann ich dienen? Seht euch die Ware an. Womit kann ich dienen? Mit gar nichts, Junge. Okay. Das hier kann ich verkaufen. Das hier auch, das auch, das auch, das auch, das auch. Lederes Armschieben.
Hm. Ich glaube, ich gerade bekommen. Nein, weg damit. Hat mich sehr gefreut. Die könnte ich anlegen, ja. Das hier habe ich gar nicht angelegt. Die, nee, das bringt mir nichts. Okay, die restlichen Sachen kann ich auch verkaufen. Das sind die besten Preise an diesem Ende der Galaxis. Überzeugt euch selbst. Und am anderen Ende? Hm? Finde ich manchmal so etwas hochgestochen. Was sind die besten Preise dieser Galaxis, dieses Endes der Galaxis? Huiuiui. Als ob mich das irgendein Scheiß scheren würde. Hm. Hält des Reisenden. Gibt's da irgendwas richtig Geiles? Sortieren nach Preis, nee, nach Qualität. Ui, ganz unten, ja. Das Hemd des Reisenden, Gürtel des Reisenden. Oh, Stufe 7, hm. Er ist eh alles scheiße hier. Was hat er hier? Waffenhändler, ah. Wir haben alles, was das Soldatenherz begehrt. Das Soldatenherz begehrt. Nee, ich krieg eh noch mal ein Lichtschwert, also ist mir jetzt auch scheißegal. Dann gehen wir mal die Quest ab hier. Padawan Xaniel, okay. Sie ist in meinen Armen gestorben. Ihr hättet sehen sollen, was dieser Abschaum ihr angetan hat. Es tut mir leid, Seilu. Wir teilen euren Verlust. Für jeden von uns, den die Fleischräuber abschlachten, sollten wir 10 von ihnen töten. Nein, 100! Wird das eure Geliebte wieder lebendig machen? Belehrt mich nicht, Jedi. Meine Frau ist tot. Unsere Leute abgeschlachtet. Und wo wart ihr? Wo kommt denn jetzt mein Meister her, hm? Ich habe euch Waffen geholt. Ich habe alle Waffen der Fleischräuber mitgenommen, damit ihr euch verteidigen könnt. Endlich versteht jemand unsere Lage. Gebt mir die Waffen. Wir werden die Fleischräuber jagen und Vergeltung üben. Eure Rache wird euch umbringen. Ihr seid aufgewühlt. Das Letzte, was ihr braucht, ist ein Blaster. Ich kümmere mich um die Fleischräuber. Eure Frau hätte nicht gewollt, dass ihr aus Rache euer Leben lasst. Ich verspreche, wir werden die Angriffe beenden. Gut gemacht, Padawan. Er fühlt sich vielleicht nicht besser, aber wenigstens gerät er nicht in Schwierigkeiten. Die Leute fragen sich, warum es den Jedi verboten ist, zu heiraten und eine Familie zu haben. Sie sehen nicht, dass derartige Verbindungen immer zu Leid führen. Leidenschaft kann eine Person zerbrechen. Und Jedi, die von Leidenschaft zerfressen werden, werden zu etwas Schrecklichem. Meister August, bereit für die Lieferung. Er gehört euch. Ich habe diesen Druiden gefunden, Meister. T7 wurde von den Fleischräubern gefangen genommen. Ihr werdet seine Holo-Aufzeichnung sehen wollen. Sprich mit Rana, solange ich mich mit dem Druiden befasse. Ich denke, dank dir sind ihre Leute bereit, uns zu helfen. Ja, geil. Mit den Waffen und der Technologie, die ihr von den Fleischräubern erbeutet habt, kann mein Volk sich verteidigen. Ihr habt euer Leben riskiert, um uns zu helfen. Mein Volk hatte schon lange keinen Streiter mehr. Ich bin immer für euch da. Flirten, geil. Euer Streiter kommt gerne zurück, wenn ihr ihn braucht. Oh, ich sollte euch die Informationen geben, die ihr wolltet. Morind, Bericht. Die Späher berichten, dass die Truppen der Fleischräuber immer stärker werden. Sie haben bereits die umliegenden Berge unter ihrer Kontrolle. Und jetzt greifen sie die Ruinen von Kalett an. Meine Leute haben sie bei den Überresten eines alten Schreins gesehen. Ganz in der Nähe eures Jedi-Tempels. Kalett war einst eine große Stadt voller Machtanwender. In den Ruinen liegen Kräfte, die wir noch immer nicht verstehen. Die Fleischräuber suchen dort irgendetwas. Wir können nicht zulassen, dass sie es finden. Du musst die Fleischräuber sofort zurückschlagen. Ich muss diesen Droiden zum Rat zurückbringen. Der verhüllte Mann auf dem Holo. Ich kenne seine Stimme. Die Situation ist schlimmer, als ich dachte. Tu, was du kannst, um die Fleischräuber aus Kalett zu vertreiben. Ich schicke dir so schnell es geht Verstärkung. Moment, das soll alles sein? Sagt ihr mir nicht, was hier vor sich geht? Das würde zu lange dauern. Denk nur immer daran, dass Kalett ein sehr gefährlicher Ort ist. Wenn du den verhüllten Mann von der Holo siehst, greif ihn nicht an. Und jetzt geh. Ach, wieso nicht? Ah, eine neue Klinge.
Schaut da ganz gut aus. Trainingslichtschwert. Okay, sieht vielleicht cooler aus, oder? Naja, geht. Na gut, dann... Dann wollen wir es mal aufmachen hier. Was haben wir jetzt? Was müssen wir jetzt machen? Nach Khaled. Wo ist denn dieser Shit? Feindliche Macht zum Meditationstunnel. Ich lese mir nochmal die Quest hier durch. Ich habe gerade irgendwie nicht aufgepasst. Du musst dich in Ruinen von Khaled begeben und den alten Schrein erkunden. Bla bla bla. Das ist dir überlassen, dich darum zu kümmern, solange nicht mit der Ratte. Bla 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 bla. Gut, dann sollen wir uns hier. Nein, Abklingzeit. Gibt's hier irgendwo ein Taxi oder so? Schnellreisepunkt. Nein, Taxi. Da vorne ist ein Taxi. Yeah. Werde ich mir auch gleich mal Taxi nehmen. Wo auch immer hin. Aber sonst keine Missions mehr, oder was? Missionsziel. Nee, hier ist wirklich gar nichts mehr. Ich grüße Sie. Ihnen stehen folgende Routen. Bla bla bla. Hey, wir haben ja gar kein Taxi mehr. Hier sind wir in so einem, wie soll ich das nennen? Keine Ahnung. Gleiter? Nee, Gleiter, ja, so ein Motorradgleiter. Keine Ahnung. Padawan Hoxan. Hoxan. Okay, anscheinend müssen wir hier irgendwo her. Da lang und dann rechts. Ja. Also, denke ich mir gerade mal so, weil hier zum Meditationstunnel geht. Ja, ja. So läuft das hier. Sicher, dass hier... Ach Gott, ich habe echt keine Ahnung. Nee, doch, da ist der Weg. Da oben sieht es. Gut, ich glaube, ich beende mal den Part. Wir haben jetzt hier... Geil, ein Lichtschwert, das schwebt. Wir haben hier noch eine Quest offen, hä? Padawan 4, was will der denn? Habe ich das... Ja, lad doch mal hier das Gesicht. Okay, ich kann doch schon hier Sequenz starten. Wo war es jetzt gerade? Da. Meister Orges neuer Schüler, wie aufregend. Man sagt, dass ihr großartig mit einer Vipro-Klinge umgehen könnt. Ich bin Fia, Padawan Fia. An diesen Titel muss ich mich erst noch gewöhnen. Ich beschäftige mich erst seit kurzem mit der Macht und habe noch einen weiten Weg vor mir, bis ich so gut bin wie ihr. Ihr habt erst angefangen? Für eine Anfängerin scheint ihr mir etwas zu alt zu sein. Bis vor ein paar Tagen wusste ich noch nicht mal, dass ich eine Machtanwenderin bin. Ich kann immer noch nicht glauben, dass ich hier bin. Letzte Woche war ich noch auf einem Müllschiff auf Raxus Prime. Und dann ist dieser furchteinflößende Jedi aufgetaucht und hat mir gesagt, dass er die Macht in mir spürt. Wie wahrscheinlich ist das? Furchteinflößend, hä? Jedi sind normalerweise nicht für ihr erschreckendes Äußeres bekannt. Er ist ein Keldor. Sogar für einen Fremdling sieht er ziemlich gefährlich aus. Im ersten Moment dachte ich, er würde mich fressen. Kennt ihr eigentlich Meister Telin? Er ist derjenige, der mich gefunden hat. Ich versuche ihm eine Nachricht zu überbringen. Meister Telin geht einem Rätsel in den Ruinen von Khaled auf den Grund. Irgendwelche antike Droiden, die Leute angreifen. Könntet ihr ihm diese Holo-Aufzeichnung geben, falls ihr die Ruinen besucht? Ich wäre euch wirklich dankbar. Ja, alles klar. Ich mache das schon. Fantastisch. Jetzt verstehe ich, warum jeder hier von euch beeindruckt ist. Hier ist die Holo-Aufzeichnung. Meister Telin hat ein kleines Lager außerhalb der Ruinen. Ich danke euch für eure Hilfe. Ja, kein Problem. So, dann beende ich mal den Part. Wo geht's jetzt hier lang? Hier links oder rechts? Da geht's... Mit dem Meditalin und hier geht's zum... Na, wir gehen erstmal hier oben hoch, aber das erst in der nächsten Folge. So, ich bin Endking, wir spielen Star Wars, The Old Republic. Schön auf Gefällt mir klicken oder einen netten Kommentar schreiben, das finde ich echt klasse. Und bis zum nächsten Mal, immer schön geschmeidig bleiben, ne? Tschüssi!